Masseneinschränkung aufgehoben. Thank you.
Okay, try it again. Sam, du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Es geht um die BB-Experimente, ihren wahren Zweck. Laut offiziellen Unterlagen wurden sie auf Befehl von Präsidentin Strand im Geheimen fortgeführt. Angeblich war es das Hauptziel, GD-Detektoren zu entwickeln und leere Stürze zu verhindern. Es hieß, die praktische Anwendung neuer Erkenntnisse im Bereich der chiralen Kommunikation und der Strandforschung sei ein schöner Nebeneffekt. Aber dies sollte nur die Wahrheit verschleiern. Sam, in Wahrheit wurden die BBs als Katalysatoren für den Betrieb des chiralen Netzwerks konzipiert. Aus genau diesem Grund sind sie in die Infrastruktur jeder einzelnen Knotenstadt eingebettet, die du ins Netz integriert hast. Wahrscheinlich hat Amelie sie selbst installiert, als sie mit der ersten Expedition nach Westen unterwegs war. Sie setzte den großen Plan ihrer Mutter um und brachte auf dem Altar des Fortschritts ein Opfer nach dem anderen dar. Präsidentin Strand erzählte den Leuten, was sie hören wollten, und tat, was sie für notwendig hielt. Alles, um Amerika wieder zu vereinen. Aber langsam frage ich mich, ob sie das nicht ihre Seele gekostet hat. Das chirale Netzwerk ist unser größtes Werk, unsere stolzeste Errungenschaft und unsere schlimmste Sünde. Ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll. Wüssten wir mehr über Cliff und die BB-Experimente, könnten wir es vielleicht besser beurteilen. Ich melde mich.
Patches ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Waffeneinschränkung aufgehoben. Willkommen zurück. Harte Reise wie immer, schätze ich. Okay, klasse. Die Fracht ist intakt. Danke, Sam. Du bist eine Inspiration für uns alle. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Thank you.
bisschen.